herzliches Willkommen zum Taroskop mit Ella für die Woche 18. bis 24. Mai 2020. Und das sind die Karten, die wir verwenden. Das Druidcraft-Tarot von Philipp und Stephanie Cagon. Eine Orakelkarte für das Krafttier, das dich in dieser Woche begleitet, fürs jeweilige Sternzeichen, ist ja eine allgemeine Legung. Das Orakel der Krafttiere von Colette Baron-Reed. Für die Legung selber noch eine Orakelkarte von Colette Baron-Reed, Weisheitskarten der Seele, was so der Ratschlag auf dem Weg ist. Wir haben das After-Tarot für die Tageskarten und zur Klärung haben wir das Tarot Familia von Lisa Parker. So, und dann habe ich die Anregung bekommen, ich soll mich auf die Legung der letzten Woche beziehen. Das wollen wir mal ausprobieren. Ich werde im Nachhinein eine Befragung starten, wenn die Legung veröffentlicht ist, wie ihr das findet, ob ihr das gut findet oder was euch daran gefällt oder nicht gefällt. Einfach mal so eine Befragung machen. Die werdet ihr bekommen, wenn ihr Abonnent seid. Und dann könnt ihr euch daran beteiligen und selbstverständlich auch eure Kommentare abgeben. Wir probieren das einfach mal aus. Und dann schauen wir mal, wie diese Woche für euch verläuft. Ein herzliches Willkommen lieber wieder zur Taroskoplegung mit Ella in der Woche 18. bis 24. Mai 2020. Wir schauen, was in dieser Woche drin ist und wir schauen auch, was letzte Woche los war bei dir. Und denk dran, das auch zu dokumentieren bzw. deine Meinung mitzuteilen, ob dir das gefällt oder ob du das anders haben möchtest. Es ist eine allgemeine Legung, wird natürlich wie immer nicht bei jedem passen, aber wir schauen uns an, was wir in dieser Woche für dich haben und beginnen mit der externen Energie, also was von außen kommt. Da haben wir den Mond. So, wir hatten letzte Woche ja ich sag mal Kleinkrämerei, Page der Münzen von außen. Jetzt haben wir den Mond, das ist Sensitivität, das heißt, die Leute sind empfindlich und beschäftigen sich auch mit ihren eigenen nicht so guten Eigenschaften. Das ist also so ein bisschen, da muss man vielleicht ein wenig vorsichtig sein, wie man auf etwas reagiert oder wie man zu etwas steht. Wir gucken mal, wie das zu deiner Energie in dieser Woche passt. Was in dieser Woche dein Wunsch ist, deine Hoffnung und Ängste, was gut ist für dich, was weniger gut ist und natürlich, wie die Woche für dich ausgeht. So, nochmal der Kameracheck, ob das auch alles gut passt. Ein kleines Stückchen rüber, dann haben wir, glaube ich, ein gutes Bild, ein bisschen höher. So, ja, wir hatten ja letzte Woche so ein bisschen zu tun mit der Vergangenheit, mit dem möglichen Ballast aus der Vergangenheit. Und wir hatten bei dir Entspannung, das war gut, die 6 der Schwerter. Wir schauen jetzt mal, welche Energie du in diese Woche nach außen repräsentierst. Schauen wir mal, was du mitbringst, was du deinen Mitmenschen so zeigst, wenn wir den Mond haben in dieser Woche. Was haben wir bei dir? Wir haben die 3 der Schwerter. Die Enttäuschung. Ja, du bist wahrscheinlich jemand, der auch zeigt, wenn er oder du als Person, wenn du enttäuscht bist, dann zeigst du das auch. Und das finde ich auch okay, aber wir müssen mal gucken, wie das in diese Woche passt mit den Energien. Wir haben hier Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. Wir hatten ja in der letzten Woche auch den Konflikt und ich denke, dass da vielleicht auch etwas geklärt werden muss oder auch schon angesprochen wurde in der vergangenen Woche, was sich natürlich nicht mal eben so klären lässt, was vielleicht auch was länger anhält. Wir hatten bei dir den Page der Luft als Energie. Schauen wir, wie du dich in dieser Woche siehst. Das ist die Ferelit. Das ist auch so ein bisschen Mitteilungsbedürfnis. Du möchtest nicht alleine da stehen, was ich auch gut verstehe. Du möchtest die Dinge geklärt haben. Du möchtest mit den Menschen sprechen. Du möchtest dich auch wohlfühlen, ganz klar. Und alles auf einen Nenner bringen. So fühlst du dich momentan. Das finde ich auch in Ordnung. Der Page der Schwerter letzte Woche oder der Page der Luft ist das Gleiche. War eben Klärungsbedarf, Gespräche suchen und jetzt ist es halt so, dass du tatsächlich so richtig an die Dinge rangehen willst und dann wahrscheinlich für Klärung sorgen willst. Dein Wunsch in dieser Woche ist die Königin der Münzen. Sicherheit und Stabilität, das passt sehr
gut dazu, sich kümmern, dass die Dinge stabil sind, sowohl persönlich als auch finanziell natürlich. Das ist bei jedem etwas anders. Das ist ja eine allgemeine Legung. Je nachdem, worum es bei dir geht, wünschst du dir, dass da die Dinge in trockenen Tüchern sind. Letzte Woche hatten wir die Vier des Feuers und da ging es wahrscheinlich um heimische Dinge, also Dinge im nahen Umfeld, ja, die halt, ja, die du dir positiv gewünscht hast. Jetzt haben wir die Königin der Erde, Sicherheit und Stabilität im gesamten Umkreis. Hoffnung und Ängste für dich in dieser Woche haben wir die 10 der Münzen. Das ist auch Stabilität und Sicherheit. Da könnte es auch um Familie gehen oder um Finanzen. Da hatten wir das letzte Mal Vergangenheit und da hatten wir ja auch die Klärung. Da hatten wir, dass du Ballast abwerfen konntest und jetzt haben wir in den Hoffnung, dass sich alles klärt, denke ich mal, dass du auf sicherer Seite bist und dass du auch einen sicheren Stand hast, eine gute Basis. Ja, was haben wir in gut für dich? Gut für dich ist in dieser Woche die 8 der Münzen. Das bedeutet, dass du einiges zu tun hast, dich um Dinge kümmern musst. 8 der Münzen ist beschäftigt sein, arbeitsam, fleißig, das bist du ja sowieso. Aber ich meine, dass du dich um konkrete Dinge kümmern musst oder solltest. Wir hatten in der letzten Woche die Fokussierung auf deine Pläne, auf die Dinge, die du umsetzen sollst und willst, ja. Und jetzt ist es, geht es darum, wirklich was umzusetzen. Was ist nicht gut in dieser Woche? Nicht gut ist der Neubeginn. Also, das ist so, man hat einen karmischen Zyklus wahrscheinlich noch nicht ganz abgeschlossen und ist noch nicht ganz fertig damit. Wir hatten in der letzten Woche 10 der Münzen als nicht gut für dich. Die haben wir jetzt in den Hoffnungen und Ängsten. Das bedeutet eben auch Sicherheit und Stabilität. Wir hatten das in der letzten Woche, dass du das wahrscheinlich noch nicht erreicht hast. Aber wir haben hier auch, dass der Neuanfang noch nicht so weit ist. Es kann auch damit zusammenhängen, dass du das lieber heute als morgen hinter dich bringen möchtest, aber so schnell funktioniert Karma leider nicht. Der mögliche Ausgang in dieser Woche ist die 9 der Kelche Wunscherfüllung. Also, dass die Dinge sich positiv entwickeln, so wie du dir das wünschst, Sicherheit und Stabilität gewährleistet ist, aber der Neuanfang eben noch etwas auf sich warten lässt. Wir hatten in der letzten Woche den König der Kelche angemessen zu reagieren, eben die Dinge ja nicht so, ich sag mal, zu beantworten, dass man da aggressiv wird oder sich provozieren lässt zu irgendwelchen nicht so guten Äußerungen, gelassen zu bleiben. Du hattest ja auch nach außen hin die Gelassenheit. Jetzt hast du die 3 der Schwerter. Du zeigst, dass du gekränkt bist. Was haben wir hier am Montag? Wir haben die Sonne. Also, da fühlst du dich wohl, da fühlst du dich vital gestärkt, also mental auch gestärkt. Ich denke, mit der Ferelit hast du Gleichgesinnte, mit denen du dich über die Dinge unterhalten kannst. Jemand, der dir den Rücken frei hält oder eben auch Freunde, Bekannte oder Familie, die zu dir halten. Und das ist ja ein sehr schönes Gefühl. Man ist nicht alleine mit der Situation, sondern man hat eben auch viele, die einem sagen, was man tun kann, Ratschläge geben und die einem das Gefühl geben, ja, dass man auf dem richtigen Weg ist. Man versichert sich ja schon mal gerne dazu. Wir hatten den Neuanfang, den nahen, hier hatten wir vorher den Konflikt, ja, mit den Informationen. Vielleicht war es auch etwas, was jemand gesagt hatte in der letzten Woche. Hier haben wir jetzt positive Energie. Wie gesagt, die Tage sind ja flexibel. Das wird jetzt bei dir vielleicht auch ein bisschen anders liegen. Wir haben die 9 der Stäbe. Du gibst nicht auf, Sicherheit und Stabilität herzustellen. Dafür arbeitest du, dafür setzt du dich ein. Da hatten wir in der letzten Woche den Neuanfang, unbelastet und frei. Ja, ich denke mal, dass du da auch die Rückenstärkung hattest. Und dass du jetzt eben daran gehst, wirklich die Probleme anzupacken oder die Dinge, die zu klären sind. Du gibst nicht auf, aber diese Karte soll dir auch sagen, übernimm dich nicht. Mute dir nicht zu viel zu. Ja, das ist auch die Burnout-Karte. Du kannst vielleicht aufgrund auch der Rückenstärkung sozusagen dich übernehmen und zu viel dir aufladen. Da musst du natürlich ein bisschen drauf achten. Dann hatten wir die 8 der Münzen am Mittwoch letzte Woche und hier haben wir die 4 der Kelche. Da ist ein bisschen Unzufriedenheit, dass die Dinge, denke ich mal, nicht so schnell vorangehen oder dass deine ja, Aktivitäten, deine Arbeit noch nicht die Früchte tragen, die du dir erhoffst. Das bedeutet aber auch nur, dass du
wieder dich in Geduld fassen musst oder dass du eben der Sache die Zeit geben musst, die sie braucht. Auch wir haben von außen den Mond, das ist Überempfindlichkeit und das kann die Sache natürlich auch erschweren. Also pass ein bisschen auf mit deinem Umfeld, also jetzt im Job oder ich sag mal Fremde, dass die alle ein bisschen angepiekt sind momentan und dass die sehr schnell auf 180 sind. Und davon solltest du dich möglichst nicht selber anstecken lassen. So, wir haben hier am Donnerstag die Herrscherin. Die Dinge gehen voran, die Dinge brauchen Zeit. Wir hatten hier die zwei der Kelche letzte Woche und das hat mit Vergangenheit zu tun, aber wir haben, dass deine Arbeit Früchte tragen wird, dass du deine Dinge weiter vorantreiben sollst, auch wenn du gekränkt bist, verletzt bist und so weiter. Ich denke, das machst du sowieso. Es zeigt aber auf, dass die Dinge Erfolg bringen werden. Nicht sofort, aber nach einiger Zeit. Dann hatten wir am Freitag die vier der Schwerter. Gut überlegen, was du sagst, mit wem du sprichst. Und hier haben wir den Page der Kelche entgegenkommen. Auch vielleicht von deiner Seite, auch in Bezug auf Arbeit. Oder es sind helfende Hände, jemand, der dir Unterstützung anbietet. Wenn dir jemand Unterstützung anbietet, dann nimm sie auch an, weil wir haben hier die neun der Stäbe und das bedeutet, du sollst dich nicht übernehmen. Ja. Am Samstag haben wir das Ass der Schwerter. Das hatten wir in der letzten Woche auch. Wahrheit und Klarheit, ein Neubeginn in Wahrheit und Klarheit. Und da werden alte Zöpfe abgeschnitten, also die Dinge, die einem nichts mehr bringen. Du bist realistisch, du bist nicht zu gefühlsbetont und damit auch nicht so schnell provozierbar. Du hältst die Wahrheit in Händen und der Neuanfang liegt sozusagen in der Warteschleife, aber es dauert halt etwas, ja. Wir haben die neun der Kelche hier und dann hatten wir den König der Kelche. Hier haben wir die acht der Stäbe. Das heißt, da kommen Informationen rein oder du tauschst dich mit Leuten aus, die dir behilflich sein können, die dir weiterhelfen, die dir die Unterstützung bieten, die du brauchst. Ja, und wie gesagt, du musst in dieser Woche ein bisschen vorsichtig sein, mit wem du über was sprichst, beziehungsweise damit rechnen, dass Leute überreagieren. Ne? Mit dem Mond kann das leicht mal passieren. Versuche da ein bisschen diplomatisch zu sein. Ich denke, das kriegst du hin. So, wir haben die Ferelit als deine Energie. Ritter der Kelche, also freundliches Entgegenkommen, charmant. Und da ist der Neubeginn. Das ist das, was du im Hinterkopf behältst. Aber du solltest nicht zu sehr vorpreschen, ja? Weil wir haben das in dieser Woche noch nicht, dass das umsetzbar ist. Wir haben in dieser Woche praktisch die Arbeit vor dem, ja, Sieg oder Erfolg, ja? Und deswegen solltest du da vielleicht noch nicht drüber sprechen, was du vorhast oder wo du hin willst, ja? So, dann haben wir die Königin der Münzen als Wunsch. Da haben wir wieder die 5 der Schwerter, Konflikt und wir haben die Königin der Kelche. Wasserenergie, gefühlvoll, sich kümmern um die eigenen Gefühle, Bedürfnisse und das kann eben, ich sag mal, von außen denke ich mal, Wasserenergie ist Fisch, Krebs oder Skorpion. Das muss aber nicht dieses Sternzeichen sein, es kann auch jemand sein, der sehr empfindsam ist, der leicht, wenn er gefordert wird oder angesprochen wird, vielleicht noch nicht mal böse, der dann leicht überreagiert. Das war ja das mit dem Mond auch, Wasserenergie, Empfindsamkeit, Empfindlichkeit. Passt damit bitte auf, weil das könnte dann die Sicherheit und Stabilität vielleicht auch innerhalb einer Beziehung oder einer Familie ein bisschen ins Wanken bringen. So, dann haben wir Hoffnung und Ängste. Die 10 der Münzen. Königin der Stäbe kümmert sich mit Leidenschaft um die Dinge, die anstehen. Das ist auch deine Energie natürlich, dass du da mit Feuereifer, Optimismus, positiver Energie rangehst. Das finde ich großartig. Das ist in Hoffnung und Ängste. Und da ist natürlich die Hoffnung auf einen leidenschaftlichen Neubeginn. Kann partnerschaftlich sein, kann aber auch, wie gesagt, um deine Dinge gehen, die du umsetzen möchtest. Das hatten wir in der letzten Woche als Vergangenheitsbewältigung. Ich denke, das hast du soweit im Griff. Wie gesagt, nicht übertreiben, immer noch mäßig an die Dinge rangehen. Jetzt haben wir die Arbeit. Wir hatten letzte Woche die Fokussierung. Es gilt mit den drei der Stäben etwas Neues zu erlernen, sich neue Dinge anzueignen, neue Skills zu entdecken und vielleicht auch zu lernen oder eben abzuwarten, bis der richtige Zeitpunkt dann da ist. Dafür brauchst du ein Gespür, Sensitivität. Und wir haben den Magier, du kannst die Dinge umsetzen. Du hast es in der Hand.
durch deine Fähigkeiten oder auch die Fähigkeiten, die du dir aneignen wirst jetzt, da wirklich was Großartiges draus zu machen. Aber der Zeitpunkt ist, wenn ich das sehe, mit der Welt noch nicht so weit. Letzte Woche hatten wir auch die Fokussierung mit dem Page der Stäbe. Also, dass du dran bleibst. Auch diese Woche, du hast die Eignung, die Fähigkeiten, aber du bist noch vielleicht mit einigen Sachen noch nicht so weit. Deswegen musst du dich ein wenig gedulden. So, nicht gut, die Welt, da haben wir die 6 der Schwerter, Gelassenheit. Und die 2 der Stäbe. Das heißt, man sollte gelassen bleiben, wenn man vor einer Weggabelung steht. Der Weg wird sich ebnen und zwar ohne dein Entscheid jetzt in dieser Woche. Das wird sich noch hinziehen, aber du solltest da gelassen bleiben und praktisch ja in aller Ruhe wirklich daran gehen und die Dinge ihren Lauf gehen lassen. 9 der Kelche. Wir hatten letzte Woche bei dem nicht gut für dich 10 der Münzen. Die haben wir jetzt in Hoffnung und Ängste. Hier haben wir jetzt die Welt. Der Neuanfang wird sich was verzögern. Und wir hatten den König der Kelche. Und hier haben wir die 9 der Kelche. Wunscherfüllung. Da haben wir den Turm. Dinge fallen weg, die dich belasten, die einfach zu viel sind. Wir hatten das mit den 10 der Stäbe in der Vergangenheit, also Vergangenheitsbewältigung. Und hier haben wir die 10 der Stäbe. Und deswegen denke ich, dass du eine Menge Dinge aus der Vergangenheit am Ende dieser Woche auf jeden Fall hinter dir hast. Die sind ad acta gelegt. Ja? Und da bist du natürlich froh, denke ich. Ne? Mit der Sonne. 10 der Kelche, du fühlst dich angenommen, angekommen. Das gibt dir den richtigen, ja, das richtige Feeling. Du fühlst dich stark. Knabe der Münzen bedeutet, geh kleine Schritte. Kleine Schritte, nicht voranstürmen, wie das so gerne der Widder tut. Aber es ist halt so, dass du schon allein durch das Umfeld, durch die Leute mit ihrer Empfindsamkeit ein bisschen ausgebremst wirst. Da hatten wir letztes Mal den Narren, jetzt haben wir die 9 der Stäbe. Das bedeutet, dass du dich eben nicht verausgaben sollst. Wir haben hier nochmal den Narren und wir haben die 3 der Kelche. Das musst du nicht alleine wuppen, den Neuanfang. Hol dir Leute ins Boot, die Gleichgesinnten, die, die dir den Rücken stärken, die, die dich glücklich machen. Die solltest du mit ins Boot holen, denen solltest du auch richtig mal ein bisschen was abgeben von deinen Tätigkeiten oder von deinen Verantwortlichkeiten, damit du nicht alleine das tragen musst und dann fühlst du dich auch besser. Hier hatten wir letztes Mal die 8 der Münzen, jetzt haben wir die 4 der Kelche Unzufriedenheit, 8 der Stäbe, das ist die gleiche Karte wie hier und die Königin der Schwerter. Die Königin der Schwerter, Luftenergie, ist zum Beispiel ein Zwilling, ein Wassermann oder eine Waage. Das kann jemand sein, der mit irgendwelchen Dingen kommt, die dir nicht gefallen. 4 der Kelche ist entweder eine verpasste Chance oder Dinge, die dich unzufrieden machen. Das könnte eine Person sein. Also lass dich nicht provozieren, bleib dran an dem, was du machst. Das hatten wir letzte Woche auch gesagt. Die Dinge sind fruchtbar, die du tust. Wichtig ist halt hier, dass du diese Informationen erstmal aufnimmst, dich vielleicht gar nicht dazu äußerst und wenn jemand ja, dir auch Kritik übt oder dich kränkt, dann kannst du das ruhig sagen, dass dir das nicht angenehm ist, aber du musst ja nicht böse werden oder ausfallend. Die Herrscherin, das war die Karte letzte Woche mit den 2 der Kelche, dass man sich auf Augenhöhe begegnet. Begeisterung, kurzzeitige Begeisterung zumindest und 5 der Stäbe. Die Dinge sind fruchtbar und du bist mit Feuereifer dabei. Der Ritter der Stäbe ist so jemand, auch Feuerenergie wie du, der sich schnell für etwas begeistert, aber auch schnell das Interesse verliert. Und da ist die 5 der Stäbe, das bedeutet, dass du im Konflikt bist mit dir, ob du daran weiter arbeiten sollst oder nicht, weil du durch Äußerungen, durch Leute oder so irgendwie das Interesse verlierst. Ich kann dir nur raten, bleib dran, lass dich nicht beirren. Ja? Und dann haben wir ja auch den Page der Kelche. Da hatten wir letztes Mal die 4 der Schwerter, gut überlegen. Wir haben einen König der Münzen, Erdenergie. Jemand, der schon Ahnung hat, es kann auch ein Chef sein, es kann ein Vorgesetzter sein oder eben jemand, der schon viel erreicht hat. Jemand, von dem du vielleicht auch was lernen kannst, wenn wir hier die Lernkarte oben drüber sehen, der dir was beibringen kann. Da sind die Sorgen. Da sind die Sorgen um das Finanzielle, um das Weiterkommen, wenn das alles so schwierig ist und so weiter. Aber wir haben hier den Page der Kelche, da kommt ein nettes, freundliches Angebot. Da kannst du drüber nachdenken, aber solltest natürlich nicht zu lange warten, bis du eine Entscheidung triffst, ob du diese Hilfestellung, diese Unterstützung annimmst.
Ast der Schwerter hatten wir letzte Woche ja auf. Wahrheit und Klarheit. Wir haben die Liebenden. Also auch, ich sag mal, in Beziehungen oder auch was dein Gefühlsleben betrifft, bist du dir klar, bist du dir sicher, ja? Und da haben wir die 5 der Münzen. Das kann natürlich bedeuten, dass jemand, der dich vielleicht ständig kritisiert und ständig in Frage stellt, wenn es zum Beispiel um den Job geht, was auf deine Gefühlswelt geht, was dich kränkt, dass du dich davon zurückziehst, dass du denjenigen auch ein bisschen ja, ablockst oder nicht mehr anrufst oder wie auch immer. Das muss jetzt nicht in Beziehungen sein. Ich denke, eher ist es im Freundeskreis oder Familienkreis, wo du sagst, nö, sowas brauche ich jetzt nicht. Ich muss mich auf das konzentrieren, was ich vorhabe. Und das zeigst du der Person auch mit den 3 der Schwertern. 8 der Stäbe, da hatten wir letzte Woche die Mäßigkeit. Knabe der Kelche, das ist die Energie der Hilfestellung und die 10 der Münzen. Also, wenn du Hilfe suchst und Hilfe bekommst oder angeboten bekommst, dann solltest du diese auch annehmen. Ja, wenn das für dich in Ordnung ist. Immer vorausgesetzt, du möchtest das auch. Du kannst mit dieser Person zum Beispiel arbeiten oder kannst dir eine Zusammenarbeit vorstellen. Und dann wird das auch von Erfolg gekrönt sein. Nicht sofort natürlich, aber nach einer gewissen Zeit. Also, du kannst dir das überlegen. Erdenergie ist ja auch recht langsam. Das bedeutet, dass du nichts überstürzen musst und nicht gehetzt wirst mit deiner Entscheidung. So, wir haben die Karte der Geist des Ortes. Eine sehr schöne Karte. Das ist die Nummer 4. Wir schauen mal, was diese Karte bedeutet und ich lese dir das auch vor. Der Geist des Ortes hat die Grundbedeutung, in der Echtheit liegt die wahre Kraft. In alter Zeit glaubten unsere Vorfahren, dass zu jedem Ort ein Geistwesen gehört, das ihn bewacht oder in ihm in Erscheinung tritt. So wie jeder von uns eine Seele besitzt, so hat auch jeder Baum, jeder Vogel, jeder Berg und Fluss sein eigenes Wesen. Wenn dir bei deiner Kartenbefragung der Geist des Ortes erscheint, will er dir sagen, dass die Antwort auf deine Frage im wiederkehrenden Grundthema deiner Lebensumstände zu finden ist. Geht es bei deiner Frage um einen inneren Kampf? Die Antwort heißt, loszulassen und sich vom Bedürfnis, die Situation zu kontrollieren, zu lösen. Wenn es in deiner Erkundigung um das Finden von Liebe geht, dann sei selbst diese Liebe, anstatt dich bloß danach zu sehnen. Sobald du die tiefere Wahrheit, die deiner Frage zugrunde liegt, entdeckst und benennen kannst, findest du damit auch die Antwort, nach der du gesucht hast. Deine größte Stärke liegt in deiner Authentizität. Das ist eben hier auch die Wahrheitsfindung für dich selbst. Also wo du stehst, was für dich vielleicht auch in deinem Erleben sich wiederholt. Also Dinge, die du noch nicht wirklich bearbeitet hast. Vielleicht ist das Kontrollthema ja auch etwas, was dir momentan so die Schwierigkeiten bereitet, die Geduld aufzubringen. Ja? Kontrolle ist gut, aber es ist nicht immer ja, von Erfolg gekrönt, wenn man überall seine Finger mit im Spiel hat oder wenn man die Dinge alle im Griff hat und wenn man die Verantwortung alleine tragen muss. Wir haben ein Orakeltier für dich, ein Krafttier. Setze gesunde Grenzen, die Nummer 22. Ja, gesunde Grenzen ist natürlich wichtig, dass du dich selber abgrenzt und dass du natürlich auch irgendwo zeigst, bis wohin du belastbar bist. Das ist auch eine Grenze, ne? Dich nicht selber immer zu überfordern und immer selber die Dinge machen zu wollen. Die Botschaft des Orakels lautet: Zu lernen, wie man gesunde Grenzen setzt, ist das Geschenk des Gürteltiergeistes. Du trittst in eine Phase deines Lebens ein, in der du, um mit deinen Absichten im Einklang zu bleiben und dein bestes Leben mitzuerschaffen, vielleicht zu vielen Dingen Nein sagen musst, die in der Vergangenheit für dich in Ordnung gingen. Das bedeutet auch zu lernen, wo deine Sphäre endet und die der anderen beginnt, was zu dir gehört und was nicht. Kenne deine Grenzen und wisse, dass es eine kraftvolle Entscheidung ist, Nein zu dem zu sagen, was sich nicht richtig anfühlt. Der Gürteltiergeist will dir mitteilen, dass es an der Zeit ist, ehrlich zu dir selbst zu sein in Bezug auf das, was du wirklich willst. Sei dir im Klaren darüber, wozu du deine Einwilligung gibst. Mache deutlich, was du brauchst und bringe dein Nein klipp und klar zum Ausdruck. Das ist ein Akt des Respekts und Wohlwollens dir selbst und anderen gegenüber. Vertraue auf die Signale deines Körpers und du wirst sehen, was zu tun ist. Der Gürteltiergeist leitet dich dazu an, richtige Entscheidungen zu treffen, die in einem sicheren Gefühl dafür wurzeln, was dein ist und was nicht. Also wo du Einfluss nehmen kannst und wo nicht. Und ich denke, es hat auch damit zu tun, Grenzen zu setzen, wie belastbar du bist und was du alles
wuppen kannst, also was du alles tragen kannst und was nicht. Und da haben wir ja die 10 der Stäbe, das lässt du los. Ja, und hier haben wir ja die 9 der Kelche, dass du endlich auch vielleicht diese Grenzen setzt und auch dadurch Erleichterung erhältst, dass du das tust. Es ist in dieser Woche halt nur schwierig, weil wir mit der Mondenergie natürlich ein paar sehr empfindsame Mitmenschen haben, die da vielleicht nicht direkt einverstanden sind oder das nicht verstehen und Diskussionen anfangen. Lass dich davon nicht beirren. Klarheit und Wahrheit, hier kann sogar Kritik drin sein, aber ich denke, dass du Hilfestellung in Anspruch nehmen solltest, wenn sie sich dir bietet, denn du kannst dir wunderbar manifestieren, umsetzen und dazu kannst du ruhig auch andere um Hilfe bitten oder vielleicht bekommst du ja auch ein Angebot von jemandem, der dir die Unterstützung bieten kann. Und das solltest du, dafür solltest du natürlich auch einen Blick haben und ein Feeling. Mein lieber Widder, ich hoffe, das ist hilfreich für dich in dieser Woche. Teil mir bitte mit in der Umfrage, wie sich das für dich in Bezug auch auf die letzte Woche anfühlt, ob du das so haben möchtest oder lieber anders. Ich würde mich freuen, auch über deine Kommentare, ob das hilfreich war, wie das geholfen hat. Ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Alles Gute für dich und bis dahin.